Innos zum Gruß und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Black Flag. Am letzten Mal sind wir von Grand Cayman, also dort hatten wir noch einen Zwischenstopp eingelegt gehabt, hatten noch ein paar Kunstgegenstände, die wir uns nicht zwingend mehr durchgelesen hatten, weil das, ich hoffe zumindest, waren auch jene Gegenstände, die wir ganz zu Anfang der Story mal uns vorgenommen hatten, zu lesen, gekauft, weil ich der Meinung war oder immer noch bin, dass diese Gegenstände irgendwo in dem großen Anwesen von Great Inagua ausgestellt werden würden. 100 sicher bin ich mit dabei, trotzdem nicht. Dann hatten wir nochmal einen kurzen Blick geschmissen ins Abstergo Industries Gebäude. Wir hocken immer noch derweil im Bunker, also das war dann doch leider die tragische Tatsache. Und waren stehen geblieben, nicht nur beim Vorlesen und Durchlesen der Manuskripte, sondern mittlerweile hier bei den Charakterbiografien, von denen wir noch mit Sicherheit einige vor uns haben werden. Jack Rackham hatten wir, Adewale, und nun sind wir bei Atabai stehen geblieben, den wir aber zum Teil schon angefangen hatten zu lesen. Es geht weiter. Es ist nicht bekannt, ab wann Atabai den Titel eines Mentors übernahm oder wie viel Einfluss er auf die Assassinen der Karibik hatte. Allerdings wissen wir, dass er beinahe ständige Verbindungen zu den Assassinen in den britischen Kolonien im Norden sowie in den verschiedenen Teilen von Europa, Afrika und China unterhielt. Wir wissen auch, dass er eine entscheidende Rolle dabei spielte, seinen Ordenszweig für Männer und Frauen aller Couleur zu öffnen. Meist Europäern, Afrikanern und lokalen Einheimischen. Da er selbst den Maya angehörte, waren ihm die Gerüchte und Geschichten rund um das antike Observatorium nicht unbekannt. Als er im Jahr 1713 das Gerücht von einem neuen Weisen die Runde machte, begab sich Atabai persönlich auf die Suche nach ihm, fest davon überzeugt, die Assassinen sollten die Hüter dieses alten, mysteriösen Ortes sein. Atabai benachrichtigte so viele Außenposten der Assassinen wie möglich in nah und fern und hoffte, dass deren Netzwerk von Spionen und Informanten ihm wichtige Informationen liefern könnten. Aber selbst nach 2 Jahren hatte er immer noch keine Hinweise erhalten. Dann, irgendwann im Frühjahr 1715, erreichte ein erfahrener britischer Assassine namens Duncan Walpole das Lager von Atabai, ursprünglich in der Absicht, dort direkt unter dem Mentor in die Ausbildung zu gehen. Atabai fand diesen Wunsch merkwürdig, aber schmeichelnd, da Walpole bereits eine Stufe erreicht hatte, die nur wenige Assassinen überhaupt je erreichten. Nach wenigen Monaten intensiven Trainings betrachtete Atabai Duncan Walpole jedoch als einen sehr vertrauenswürdigen Kameraden, in Klammern Trainingsmontage, soziales Material würde ich lieben. Im Juni 1715 schließlich traf die Nachricht ein, dass die Templer den Weisen in spanischen Ländereien tief im Süden entdeckt und gefangen hatten. Er sah dies als Chance, seinen Erzfeinden einen Schlag zu versetzen und beauftragte Duncan Walpole damit, verschiedene Assassinen aus der ganzen Karibik zu versammeln und einen Angriff auf das Gefangenenschiff der Templer zu starten, das sich auf dem Weg nach Havanna befand. Duncan Walpole nahm den Auftrag an. Danach hörte er dabei nie wieder von ihm. Ja, kann man mal sehen. Eingeschleust als Doppelagent, ne? Erst nach Edward Kenways katastrophaler Einmischung in Havanna wurde sich Atabai des vollen Umfangs von Walpoles Verrat bewusst. Genau. Anne Bonny. Geboren 1702 in Irland. Geboren, man weiß es nicht. Beziehungsweise gestorben weiß man halt nicht. Anne war kaum ein Teenager, als sie ihre Heimatstadt Cork in Irland verließ und in die britischen Kolonien aufbrach. Mit 16 war sie an der Seite ihres neuen Ehemanns Mr. Jack Bonny, einem einfühlsamen und doch rauen jungen Mann in den frühen 20ern, auf dem Weg in die Karibik. Das Paar traf im April 1716 in Nassau ein und ließ sich ohne klare Vorstellungen davon, wie sich ihr Leben entwickeln sollte, in der Stadt nieder. Jack fand schließlich Arbeit auf einer der kleinen Plantagen, während Anne sich ihrer Neigung zur Faulheit und Tagträumereien hingab. Unglücklicherweise brachten
ihr ihre Schönheit, ihre Zurückhaltung und ihre unglaubliche Gleichmütigkeit mehr romantische Aufmerksamkeit ein, als sie je gekannt oder gewollt hatte. Innerhalb eines Jahres nach ihrer Ankunft in Nassau ging die Ehe der Bonnies in die Brüche und sie waren nur noch auf einem Papier ein Paar. Während Jack sich mehr und mehr auf seine Arbeit konzentrierte, wurde Anne selbstsicherer und geselliger, bis sie schließlich eine Arbeit als Barmädchen in der beliebten Taverne Old Avery im Zentrum von Nassau annahm. Und da hat man sie ja damals auch in einer Cutscene das erste Mal gesehen. Obwohl sie in den folgenden Jahren eine Reihe von Liebhabern hatte, wurde sie vor allem aus Neid und Missgunst vom Nassauer Pöbel als ne? oder leichtes Mädchen verschrien. Doch in Ermangelung einer gehobenen Gesellschaft, die sie schneiden oder beschämen könnte, wurde sie durch ihre Gerüchte nur noch beliebter. Anmerkung: Seien Sie hier äußerst vorsichtig und prüfen Sie alles, was irgendwie anzüglich wirken könnte, dreimal. 18 oder älter, keine Ausnahmen. Olivier, der CEO. Anmerkung: Oder wie wäre es, wenn wir das Thema einfach mal ausklammern? Einmal? Mit Miles. Anto, aka Tilo Schmitz. Geboren 1670, gestorben unbekannt. Als Angehöriger des Ashanti-Volkes in der Ankan-Region in Westafrika wurde Anto schon als junger Mann in die Sklaverei verkauft und nach Jamaika verschleppt. Ihm gelang bald daraufhin die Flucht an der Seite des legendären Kriegers Cujo und er gründete eine Maroon-Gemeinde in der Nähe von Kingston. Dort baute er schnell gute Kontakte zu den ansässigen Händlern auf und begann damit, Überfälle auf Plantagen zu koordinieren, um Sklaven zu befreien und eine Armee aufzustellen. Obwohl er ein Büro der Assassinen leitete, war Antos Hauptanliegen immer die Befreiung von Sklaven aus ihrer Gefangenschaft. Anmerkung: Sein Name bedeutet nach dem Tod seines Vaters geboren. Nette kleine Anekdote. Bartholomew Black Bart Roberts. Geboren 1682 in Wales, gestorben 1722 an der Westküste Afrikas. Über John Robert, so lautet der richtige Name des Mannes, der lange nach seinem Tod als Black Bart bekannt wurde, ist wenig bekannt, außer dass er ursprünglich aus Wales stammte. Die meisten glauben, dass er bereits in jungen Jahren zur See fuhr, mit etwa 13 oder so, aber er tauchte in keinen historischen Dokumenten auf, bis er im Jahr 1718 an Bord eines Handelsschiffes aus Barbados gemeldet wird. Nur ein Jahr später wird unser Bild von Roberts deutlicher. Wir wissen inzwischen, dass er von dem berüchtigten Hovel Davis in die Piraterie gepresst wurde, als er auf dem Sklavenschiff unter Captain Abraham Plump diente. Und obwohl Roberts vermutlich nicht in der Absicht Seemann geworden war, um Pirat zu werden, soll er diese Gelegenheit ergriffen und mit den Worten »Ein gutes Leben und ein kurzes, das soll mein Motto sein« kommentiert haben. Einige Monate später wurde Davis bei einem Anschlag auf der portugiesischen Insel Principe ermordet und Roberts wurde schnell und einstimmig zu seinem Nachfolger gewählt. Dies war vermutlich seinem natürlichen Charisma und seinen Führungsqualitäten geschuldet, denn er war zu dem Zeitpunkt erst seit wenigen Monaten Pirat. Zu dieser Zeit soll er den Namen Bartholomew angenommen haben, wahrscheinlich nach dem berüchtigten Bartholomew Sharp, einem bekannten Pirat, der nur zwei Jahrzehnte zuvor von der Bildfläche verschwunden war. Er war nicht nur einer der intelligentesten und strategisch geschicktesten Piraten des goldenen Zeitalters der Piraterie, sondern auch ein kräftiger, ansehnlicher junger Mann, der sich gerne gut kleidete. Er war eine imposante Erscheinung, umgeben von einer würdevollen und doch anspruchslosen Aura. Er hatte schwarzes Haar, passend zu seinem dunklen Teint, nach zwei Jahrzehnten auf See. Er trug oft zahlreiche Pistolen bei sich, die alle an langen Seidenschals hingen, die er sich um die Schulter warf. Seine taktischen Einfälle waren normalerweise radikal, aber gut durchdacht. Er warf sich nie übereilt in einen Plan, auch wenn seine Ideen allen, die seine Methoden nicht kannten, selbstmörderisch erschienen mussten. In seiner dreijährigen Karriere
war auf den Diebstahl von beinahe 400 Schiffen verantwortlich und übertraf damit alle anderen Piraten seiner Zeit etwa um das Zehnfache. Allerdings musste man hinzufügen, dass es sich bei den meisten dieser Schiffe um kleine Pirogen und dergleichen handelte. Roberts kühnstes Wagnis war der Diebstahl eines vollbeladenen Schatzschiffes aus einer voll bewaffnet und bemannt vor Anker liegenden portugiesischen Flotte mit 42 Schiffen. Die Legende besagt, Roberts sei unter falscher Flagge zwischen den angedockten Schiffen gesegelt, bis er einen ängstlichen Offizier fand, den er als Geisel nehmen konnte. Er drohte dem Mann mit dem Tode und fragte ihn, welches das wertvollste Schiff der Flotte sei. Als der junge Mann ihm antwortete, übernahm Roberts lautlos das Kommando und das genannte Schiff und segelte davon, ohne dass die restlichen 41 Schiffe der Flotte bemerkten, was vorgefallen war. Roberts war kein Gegner der Sklaverei, aber er selbst verfolgte eine offene Politik und ließ afrikanische Männer frei an Bord seines Schiffes arbeiten. Trotzdem handelte er ab und zu auch mit Sklaven, wenn es wirtschaftlich notwendig war. Und, wofür er wohl am berüchtigsten ist, er verbrannte ein Sklavenschiff mit 80 unter Deck angeketteten Sklaven, weil er verfolgt wurde und keinen Platz hatte, um die Männer zu sich an Bord zu nehmen. Ja, tatsächlich ein wenig radikal. Kurz nach diesem Vorfall wurde Roberts von britischen Behörden bis zur Westküste von Afrika verfolgt, nur wenige Meilen von dem Ort entfernt, an dem seine Karriere als Captain begonnen hatte. Er geriet in einen Hinterhalt und soll sich seiner besten Kleider angezogen haben, bevor er an Deck kam und sogleich von einem Hagel von Kanonenkugeln und Kartätschen begrüßt wurde. Eines der zahlreichen Projektile riss ihm die Kehle auf. Er schleppte sich über das Deck, lehnte sich auf die Kanonen und verblutete leise. Na, eigentlich haben wir ihn eher als Schutzschild missbraucht, würde ich eher sagen. Seine Crew dachte, er würde sich nur ausruhen und beschwerten sich darüber, wie es, bis sie herausfanden, was wirklich mit ihm geschehen war. Als sie merkten, dass er tot war, nahmen sie seine Leiche und warfen sie über Bord, um ihnen ein anständiges Seemannsbegräbnis zu ermöglichen und die Pläne der Briten zu durchkreuzen, die Leiche mit nach England nehmen wollten, um sie dort zur Schau zu stellen. Und so endete die stürmische Karriere des dreisten und tapferen Bartholomew Black Bart Roberts mit einem leisen Aufprall aufs Wasser. Benjamin Hornigold. Ich muss erstmal gerade was nachtrinken. Alter. Geboren Mitte 1680, gestorben im Sommer 1719. Benjamin Hornigold wurde vermutlich in Norfolk in England geboren, obwohl das bisher nicht bestätigt werden konnte. Weitere Informationen über seine früheren Jahre stehen zurzeit nicht zur Verfügung. Zum ersten Mal aktenkundig wurde er in seiner Anfangszeit als Pirat in der Karibik um das Jahr 1713 bis 14. Er war einer der ersten Piraten, die nach dem Ende des spanischen Erbfolgekrieges aktiv wurden. Deshalb haben wir Grund zur Annahme, dass er zu den Hunderten von Freibeutern gehörte, die im folgenden Frieden keine sinnvolle Beschäftigung mehr fanden. Wie viele andere britische Seeleute verbrachte Hornigold viel Zeit auf den Bahamas und ließ sich schließlich in Nassau nieder. Von dort aus begann er seine Karriere als waschechter Pirat, obwohl er sich selbst vermutlich weiterhin als Freibeuter sah, zumindest in der Anfangszeit. Dem geschickten Seemann und Strategen Hornigold mangelte es an der nötigen Skrupellosigkeit, um wirklich ein erfolgreicher Pirat zu werden, und bis zum Jahr 1716 weigerte er sich aus Loyalität seinem Heimatland gegenüber englische Schiffe anzugreifen. Anmerkung: Ein Pirat mit einem Sinn für Ehre würde einen prima Helden abgeben. Keine Ahnung, was die vier Buchstaben dazu bedeuten haben. Wenn unsere Bearbeitung des Materials von Edward Kenway nicht die gewünschten Resultate bringt. Ach, dann hätte man ihn quasi als Aushängeschild genommen. Das ist auch interessant zu wissen. Einverstanden. Sein Mangel an Gesichtsbehaarung ist ein Vorteil. Die Bärte der meisten dieser Kerle sehen aus wie Eulennester. Ja.
Ja, gut, ich kenne jetzt keine persönlich, sage ich mal, aus dem Jahrgang, aber undenkbar ist es nicht. Hornigold war auch in den Jahren 1717 und 1718 noch als Pirat aktiv und versuchte dabei ständig die Lage in Nassau zu verbessern. Doch als Gerüchte aufkamen, dass König George I. von Großbritannien ein umfassendes Pardon für alle Piraten erlassen wollte, die bereit waren, ihre illegalen Aktivitäten einzustellen und sich zur Ruhe zu setzen, machte Hornigold eine Bestandsaufnahme seines stagnierenden Lebens und zog es ernsthaft in Betracht. Dies verärgerte seine engsten Vertrauten, insbesondere Charles Vane, der das Pendant als feige Kapitulation ansah. Dann kam der Tag der Abrechnung. Im Sommer 1718 traf Captain Woods Rogers mit einer Flotte von 7 großen Schiffen in Nassau ein und erklärte, er sei vom König dazu ausersehen, der neue Governor zu werden oder Gouverneur. Da er außerdem den Auftrag hatte, die Bahamas von allen Piraten zu säubern, war Rogers kein Mann, mit dem man es sich verscherzen sollte. Hornigold, der es langsam leid war, eine Republik zu verteidigen, die nur von wenigen ernsthaft unterstützt wurde, ergab sich dem neuen Gouverneur und nahm das Pendant des Königs an. Im folgenden Jahr wurde Benjamin Hornigold zu einem regelrechten Bewunderer von Captain Rogers und arbeitete so oft wie möglich als Freibeuter für den Gouverneur. Dabei erwarb er sich einen Ruf, der seinen Ruf als einfacher Pirat bei weitem übertraf. Doch als seine Unternehmungen ihn wieder in den Dunstkreis seines alten Freundes, den Piraten Edward Kenway, führten, fand sein vermeintlich glückliches Schicksal ein Ende. Benjamin Hornigold starb unter mysteriösen Umständen im Sommer 1719 irgendwo in den westlichen Teilen des Karibischen Meers. Ja, per Luftattentat, würde ich mal sagen. Betrunkene. Aha. Ja. Diese betrunkenen Seeleute mit ihren durch den Ruf und die Sonne geröteten. Ach, Rum. Verzeihung, nicht Ruhm, Rum. Und die Sonne geröteten Nasen können auf unterschiedliche Art und Weise sehr nützlich sein. Erstens als Gruppe zum Untertauchen, damit sich Edward in der Menge verstecken kann. Und zweitens als Verbündete, wenn es einmal zum Handgemenge kommt. Vergessen Sie nicht, ein bisschen Kleingeld mitzunehmen, wenn Sie wollen, dass Sie an Ihrer Seite kämpfen, denn umsonst riskieren diese Piraten ihr Leben nicht. Anmerkung: Warum stehen diese Typen immer in engen Grüppchen zusammen? Können wir keine finden, die an Kronleuchtern herumschwingen oder unter Eseln schlafen? Von Kronleuchtern hängen? Oder herumschwingen? Bitte was? Das Letzte kann ich ja irgendwo noch verstehen, aber. Okay. Caroline Scott, das hatten wir ja ganz zu Anfang. Charles Vane. Geboren 1680 in England, gestorben 1721 in Jamaika. Also ist es ja dann doch irgendwann, ja, führte es aus der Zelle nur noch höchstwahrscheinlich zum Strick. Der übliche Refrain in der Biografie eines beliebigen Piraten aus dem goldenen Zeitalter geht ungefähr so. Über das frühe Leben dieses Mannes ist nur wenig bekannt und Charles Vane stellt in diesem Punkt keine Ausnahme dar. Wir wissen nicht, wo er geboren wurde oder aufwuchs oder wann er zum ersten Mal in See stach, aber vielleicht ist das auch gut so, denn es unterstreicht die Rätselhaftigkeit dieses eigenartigen und labilen Mannes. Charles Vane, zweifellos eines der stursten und unbeständigsten Mitglieder der Flying Gang, der Bande von Piraten, die eine Zeit lang in Nassau beheimatet war, begann seine Karriere vermutlich ähnlich wie die meisten Piraten seiner Zeit, nämlich als legaler Freibeuter im Dienste des Königs. 1715 lebte er vermutlich auf Jamaika und nahm mit vielen anderen an Henry Jennings Angriff auf eine spanische Expedition teil, die das Gold aus dem Frachtraum einer in diesem Jahr von der Küste Floridas gesunkenen Galeone bergen sollte. Kaum ein Jahr später war es quasi unmöglich geworden, ehrliche Arbeit als Freibeuter zu finden, da die britischen Gouverneure davor zurückschreckten, den Frieden von Utrecht zu brechen, der zu einer Einstellung aller Feindseligkeiten zwischen den europäischen Großmächten geführt hatte. Da ihm wenig andere Möglichkeiten blieben, segelte Vane nach Nassau, wo inzwischen viele seiner ehemaligen Kameraden lebten. Als leicht erregbarer und grausamer Mann erwarb sich Charles Vane schnell den Ruf, ein schwieriger Captain für seine Mannschaft zu sein. Irgendwann im Jahr 1717 oder 1718 schloss sich sein alter Freund Calico Jack Rackham seiner Crew als Quartiermeister an.
Die beiden blieben eine Weile Partner und lebten von Arbeiten zusammen mit Größen wie Benjamin Hornigold, Ed Thatch und Henry Jennings in Nassau. Als Gouverneur Woodes Rogers im Jahr 1718 in Nassau eintraf, um allen dort lebenden Piraten das Pardon des Königs nahezulegen, gehörte Vane zu denen, die dies auf keinen Fall akzeptieren wollten. Nachdem er Rogers seinen höhnischen Beschwerdebrief übergeben hatte, schickte Vane und seine Kameraden ein Feuerschiff in den Blockadering des Gouverneurs und schlichen sich aus dem Hafen. Schleichen ist relativ. In den nächsten Monaten segelten diese heimatlosen Seeräuber durch die Bahamas und suchten die Buchten von Meeresarmen nach einem Ort, wo sie sich niederlassen konnten. Im November 1718 segelte Vane sogar bis nach Kalifornien, um sich dort mit Ed Thatch zu treffen. Er hoffte, seinen Freund dazu überreden zu können, sich der alten Gang wieder anzuschließen und Nassau von den Briten zurückzuerobern. Doch als Thatch sich weigerte, gingen Vane die Ideen aus. Wochen später segelte Vane wieder durch die Karibik, als eine französische Brig seinen Weg kreuzte. Da er etwas anderes vorhatte, beschloss er, das Schiff nicht anzugreifen. Doch das gefiel seiner Mannschaft nicht, vor allem Jack Rackham, der Vane diktatorischen Führungsstil inzwischen verabscheute. Kurz danach meuterten Rackham und einige treue Gefolgsleute enthoben Vane seines Amtes als Captain und setzten ihm in eine kleine Schaluppe aus. Nicht nur alleine, wohlbemerkt. Einige weitere Wochen darauf fand sich Vane gestrandet auf einer kleinen Insel südlich von Kuba wieder. Er verbrachte dort mehrere Wochen in völliger Isolation, obwohl vermutet wird, dass er Kontakt zu den Fischern gehabt hat, die regelmäßig in diesen Gebieten fischten. Doch warum auch immer, Vane blieb allein, bis er ein vorbeifahrendes britisches Schiff auf sich aufmerksam machen konnte. Unglücklicherweise erkannte der Captain des Schiffes ihn als den berüchtigten Piraten Charles Vane und weigerte sich, ihn an Bord zu nehmen. Mehrere Wochen vergingen und Vane war mit seinem Latein am Ende. Schließlich segelte ein weiteres britisches Schiff vorbei und Vane ging an Bord. Er gab sich Mühe, für sich allein zu bleiben, doch die grausame Wendung des Schicksals sorgte dafür, dass der Captain des ersten Schiffes auch an Bord des zweiten Schiffes war. Welch ein Plot! Er bemerkte Vane und verriet ihn an seinen Captain. Vane wurde sofort verhaftet und zur Gerichtsverhandlung nach Kingston gebracht. Dort verbrachte er fast ein Jahr im Kerker, bevor er im Frühjahr 1721 hingerichtet wurde. Ein trauriges, sang- und klangloses Ende für einen Mann, der einst so voller explosiver und zorniger Energie war. Ja, true. Das britische Empire. Im Verlauf des 18. Jahrhunderts stieg das britische Empire zur führenden Kolonialmacht der Welt auf, wobei Frankreich und Spanien die wichtigsten Rivalen waren. Nachdem es sich im spanischen Erbfolgekrieg mit den Niederlanden und dem Heiligen Römischen Reich verbündet hatte, wuchs das Empire weiter. Es erhielt Territorien sowohl von Frankreich als auch von Spanien und übernahm die Kontrolle über den atlantischen Sklavenhandel in Spanisch-Amerika. Das spanische Kolonialreich. Die Spanier, die zu diesem Zeitpunkt bereits eine Weltmacht waren, besiegten in Amerika mächtige Gegner wie die Azteken und die Inka, indem sie zwischen dem 15. und 18. Jahrhundert bestehende Konflikte zwischen rivalisierenden Stämmen und Nationen geschickt für sich ausnutzten. Anmerkung, und indem sie versehentlich Krankheiten verbreiteten, es war nicht alles Strategie. Das spanische Kolonialreich war begierig darauf, die wertvollen Metallvorkommen seiner neuen Kolonien auszubeuten und zu schützen. Es beteiligte sich enthusiastisch am atlantischen Sklavenhandel und schützte seine Handelsrouten äußerst aggressiv. Im Jahr 1701 wurde Spanien von spanischem Erbfolgekrieg erschüttert. Der Krieg weitete sich zu einem Bürgerkrieg und internationalen Konflikt aus und endete zwischen 1713 und 14 mit einer Reihe von Verträgen, in denen König Philipp V. zwar in seinem Amt bestätigt wurde, jedoch seinen Anspruch auf den französischen Thron verlor. Seien wir ehrlich, er hätte ihn sowieso nicht wirklich bestiegen. Wer weiß.
Überdies behielt Philipp seinen Titel als Eroberer der neuen Welt, musste jedoch große Teile seines Reiches an die Briten abgeben, die außerdem ein 30-jähriges Monopol auf den Sklavenhandel im spanischen Teil Amerikas erhielten. Trotzdem war es für das spanische Kolonialreich ein sehr erfolgreiches Jahrhundert. Unter Führung der Bourbonen wuchs der Ruf Spaniens als Handelsmacht stetig an und das Reich vergrößerte sich mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit bis in die 1780er Jahre. Mann, ich bin froh, dass ich vom Verlust des Sklavenhandels erholt haben. Philipp der V., der alte Hase. Ja. Der Weise. Aber jetzt werde ich noch mal was nachkippen. Abstergos Archive enthalten einige Referenzen zu einem Mann namens Der Weise oder Einweiser. Aber es sind leider nur wenige und die sind weit verstreut. Jede Nennung scheint sich auf eine ganz andere Person zu einer anderen Zeit an einem anderen Ort zu beziehen. Das früheste Beispiel finden wir in Keilschrift auf einer sumerischen Tontafel. Das aktuellste hat nur als Fußnote in einem von Laureano Torres Tagebüchern überlebt, datiert auf den Januar 1704. Alles in allem, dem bisherigen Stand von Abstergos Forschung nachzuurteilen, scheinen in den letzten 1200 Jahren mindestens 7 verschiedene Weise auf der Bildfläche aufgetaucht zu sein. Ihre wahre Zahl liegt vermutlich weit höher. Der vielleicht merkwürdigste Aspekt, der all diese verschiedenen Sichtungen von Weisen verbindet, ist die Tatsache, dass sich die Beschreibungen des Äußeren in allen Fällen flappierend ähneln. So sehr sogar, dass man niemanden vorwerfen könnte, wenn er sie alle für Beschreibungen eines einzigen unsterblichen Mannes hielte. Allerdings wird in 2 der 7 Beschreibungen ausdrücklich von ihrem Tod und ihrer Beerdigung gesprochen. Haben wir es also mit einer bizarren Form der Wiedergeburt zu tun? Oder gibt es eine einfachere Erklärung, die sich uns im Moment einfach entzieht? Weitere Untersuchungen sind erforderlich. Update. Dank einer Reihe von Briefen, die wir durch die Anstrengungen unserer Forscher gefunden haben, haben wir nun eine Vorstellung davon, was diese Weisen eigentlich sind. Anscheinend sind diese Personen immer Männer, übrigens das Ergebnis eines bizarren Experiments, welches Juno, eine der Lichtgestalten der sogenannten ersten Zivilisation, zusammen mit ihrem Mann Aita durchführte. Offenbar hat sie die DNA ihres Mannes als Ausgangsmaterial benutzt, um seine Gene so zu manipulieren, dass sie sie programmieren und als nicht kodierte DNA ins menschliche Genom einschleusen konnte. Obwohl es allem Anschein nach harmlos ist, könnte dieses Programm unter den richtigen Voraussetzungen sich plötzlich während der Empfängnis eines menschlichen Kindes aktivieren und sich buchstäblich in das Genom ihres Mannes verwandeln. Auf diese Weise könnte eine beinahe exakte Kopie des Timers, nein, oder ein Klon dieses Mannes inklusive seiner Persönlichkeit, seiner Intelligenz und all seiner Erinnerungen anstelle des Kindes heranwachsen, das eigentlich aus der Vereinigung hätte hervorgehen sollen. Es ist bis dato unbekannt, warum Juno gewollt haben könnte, dass regelmäßig ein paar Jahrhunderte oder Jahrtausende ein Ebenbild ihres Mannes geboren wird, vor allem wenn man bedenkt, dass die erste Zivilisation kaum 100 Jahre nach Juno plötzlich ausstarb. Außerdem sollten wir nicht vergessen, dass angesichts der Bevölkerungszahl die Wahrscheinlichkeit, dass eine solche Kopie von Aita in diesem Moment auf der Erde lebt, sehr hoch ist. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Ja, und zu den Hütern kommen wir dann erst beim nächsten Mal. Das ist ja doch echt mehr als ich dachte. Holy shit. Aber es gehört dazu, meine Leute. Es gehört dazu. In der Hinsicht, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Assassin's Creed Black Flag.